Willkommen zurück zum Lernvideo Teil 2 zur Hydrometrie, eine Titration mit Stärke. Und die Zielgruppe hat sich natürlich nicht verändert. Das sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler aus der Fachschule für Technik, und zwar der Fachrichtung Chemietechnik, aber auch Studierende aus dem Chemiegrundstudium und auch aus den Ausbildungsberufen, also CTAs und Chemielaborantenausbildungsberufe, und zwar im Abschlussjahr. Das Ganze wird besprochen mit Hilfe eines Arbeitsblattes. Das finden Sie bei www.laborberufe, und zwar im Ordner FTC-CT. Und der Titel ist Hydrometrie, eine Maßanalyse mit Stärke. Wir beginnen hier allerdings mit Abschnitt 4. Die Abschnitte 1 bis 3 wurden im ersten Teil des Lernvideos besprochen. Weiterhin gibt es ein Aufgabenblatt unter www.laborberufe.de, auch wieder im Ordner FTC-CT. Mit vielen Rechenaufgaben rund zur Hydrometrie, und hin und wieder müssen Sie auf Pause drücken und die ein oder andere Aufgabe lösen. Es lohnt sich also wirklich, diese beiden Arbeitsblätter erstmal zu holen und auszudrucken. Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit für eine direkte Titration eines Analyten mit Jod zu gering ist, dann muss man eine Rücktitration machen. Das heißt, wir geben erstmal einen Jodüberschuss dazu und lassen das Ganze in Ruhe abreagieren. Nach dem Reaktionsende wird halt einfach noch bestimmt, wie viel Jodreste noch vorhanden sind. Und da gibt es jetzt eben die Variante 1 und die Variante 2. Die werden hier in dem Abschnitt 4 besprochen. Lesen Sie sich also bitte erstmal diesen Abschnitt 4 in Ruhe durch und bearbeiten Sie danach eine Aufgabe auf dem Arbeitsblatt, gemischte Aufgaben zu Titrationen aller Art, und zwar die Aufgabe 2.4. weil die betrifft eben eine solche Rücktitration. Die Musterlösung zu dieser Aufgabe 2.4 finden Sie im gleichen Dokument auf den letzten Seiten. Die wohl wichtigste jodometrische Bestimmung heutzutage ist die Jodzahlbestimmung. Die Jodzahl ist ein Maß für den ungesättigten Charakter einer organischen Verbindung, also letzten Endes, wie viel CC-Doppelbindungen in einer Verbindung oder in einem Gemisch vorkommen. Lesen Sie sich bitte den Abschnitt 5 erstmal durch und drücken Sie jetzt auf Pause, bevor Sie die Anmerkungen weiterhören. Obwohl die Jodzahl als die Grammzahl an Jod definiert ist, die durch 100 Gramm einer Probe addiert werden, wird die Jodzahl eigentlich in der Regel nicht mit Jod bestimmt, weil Jod viel zu langsam reagiert mit solchen Doppelbindungen. Wenn man das wirklich machen will, dann bräuchte man Quecksilbersalze als Katalysatoren, und heute versucht man, die aus Umweltschutzgründen zu vermeiden. Stattdessen nimmt man als Halogenierungsreagenz eine interhalogene Verbindung, typischerweise, und zwar das Jodmonochlorid. Wenn Sie mehr zu solchen interhalogenen Verbindungen wissen wollen, es gibt auch ein Arbeitsblatt dazu mit dem Titel »Einige Punkte zur Chemie der Halogene«, auch wieder bei www.laborberufe.de und wieder im Ordner FTC-CT. Eigentlich läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Jedes C-Atom einer Doppelbindung addiert ein Halogenatom. Nur nimmt man eben nicht I2, sondern lieber ICl. Hier ist zwar in der Reaktionsgleichung das so angegeben, als ob ein Jodatom an ein C-Atom addiert und ans Nachbar-C-Atom ein Cl-Atom addiert. Diese Schreibweise wurde hier so gewählt, damit die Reaktionsgleichung stöchiometrisch richtig eingerichtet ist. Aber in Wirklichkeit hat der Jodanteil eine viel höhere Tendenz, sich an die C-Atome anzulagern, und statt ein gesamtes ICl-Molekül hier anzuhängen, reagiert das Ganze mit zwei ICl-Molekülen, wobei nur die Jodatome eben sich anlagern. Schlussendlich läuft das Ganze aber auf das Gleiche hinaus. Pro C-Atom wird einfach ein Halogenatom addiert. Überschüssige Halogenmoleküle, ob ICl oder Cl2, spielt keine Rolle. Die werden eben 1:1 mit Kaliumjodid umgesetzt, schlussendlich zu Jod. Und spätestens hier ist es dann egal, ob jetzt hier oben tatsächlich ICl addiert wurde oder nur der I-Anteil addiert wurde, weil es läuft hier auf das Gleiche hinaus. Jedes Halogenmolekül, was übrig bleibt, gibt mit einem Kaliumjodid
insgesamt ein Jodmolekül. Und das entstandene Jod, das wird nachher anschließend tetrimetrisch mit Thiosulfat bestimmt. Auch die Reaktion mit Jodmolekülen, die hypothetische, würde eigentlich zu dem gleichen Ergebnis führen. Also stöchiometrisch spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob man hier Jodmonochlorid oder Jod eingesetzt hat. Mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, sollten Sie eigentlich in der Lage sein, die Aufgabe 2.6 auf dem Aufgabenblatt zu bearbeiten. Und zwar geht es hier um eine Berechnung rund um die Jodzahl. Theoretisch können Sie die Aufgabe C noch nicht lösen, weil es da geht um die Titerstellung einer Thiosulfatlösung und die wird erst in den folgenden Abschnitten besprochen. Die können Sie also gern noch überspringen. Die brauchen Sie allerdings auch nicht, um dann die Teilaufgabe D zu lösen. Also A, B und D können Sie auf jeden Fall unabhängig von der C lösen. Die Musterlösung finden Sie im gleichen Dokument auf den letzten Seiten zum Überprüfen, ob Sie es richtig gerechnet haben. Ein weiteres Beispiel für eine jodometrische Bestimmung ist die Sauerstoffbestimmung nach Winkler. Die wird zum Beispiel genutzt, um den Sauerstoffgehalt von Gewässern zu bestimmen. Das ist ja auch ein wichtiger Umweltparameter und auch wichtig für die ganze Fauna, die in Gewässern lebt, also Fische und so weiter. Lesen Sie sich bitte also diesen Abschnitt 6 durch und versuchen Sie dann bitte die Aufgabe 6.1 alleine zu beantworten und drücken Sie jetzt auf Pause. Bei der Reduktion entsteht aus dem Mangan-3-Hydroxid Mangan-2+. Also das Mangan nimmt eben ein Elektron auf, um zum Mangan-2+ zu werden. Und da das Ganze unter sauren Bedingungen ablaufen soll, müssen wir hier die Hydroxid-Ionen entfernen. Die lassen wir in Gedanken eben neutralisieren durch H+, was wir zugeben. Und dabei entsteht eben Wasser draus. Das ist also der Reduktionsvorgang. Bei der Oxidation habe ich diesmal auch sogar das Gegenion mitgenommen, aber das war nicht unbedingt verlangt. Also aus dem Kaliumjodid wird eben ein Jodmolekül und bei diesem Vorgang werden eben zwei Elektronen freigesetzt und die beiden Kaliumionen fallen eben auch an. Wir sehen, es werden also zwei Elektronen freigesetzt und deswegen muss ich diesen Reduktionsvorgang oben eben auch mal 2 multiplizieren, bevor ich die ganze aufsummiere, damit eben die Elektronenzahl identisch ist. Mit diesen beiden Teilgleichungen folgt also diese Redoxgleichung. Lesen Sie sich als nächstes bitte den kurzen Abschnitt 7 durch. Da geht es um die Erkennung des Umschlagpunktes, also die Indikation des Äquivalenzpunktes, weil hierzu benutzt man eben die Stärke. Dadurch, dass die Amylose ausschließlich aus Alpha-D-Glucose-Einheiten besteht, kann sie selbst einen hochregelmäßigen räumlichen Bau besitzen. Und zwar ist es diesmal eine helizäre Struktur, also eine schraubige Struktur. Solche regelmäßigen räumlichen Bauten werden in der Biochemie allgemein als Sekundärstrukturen bezeichnet. Und in diese Sekundärstruktur der Amylose passt eben das Triiodid gerade hinein vom Atomdurchmesser her. Und es entsteht dieser Jodstärkekomplex, der tiefblau ist. Und so lassen sich schon Spuren an Jod in der Lösung eben nachweisen. Entweder es verschwindet die Farbe, weil die letzten Spuren an Jod wegtitriert werden, dann wird es von blau wieder farblos. Oder es entstehen am Umschlagpunkt plötzlich Jodmoleküle, dann wird es eben von farblos zu blau, der Umschlagpunkt. Im letzten Abschnitt geht es jetzt um die Herstellung der Maßlösungen und die Titerstellung. Und zwar macht man das bei Jod möglichst nicht, indem man I2 abwiegt. Das ist nämlich sehr, sehr schlecht. Man kriegt es nämlich kaum abgewogen, weil es so einen hohen Dampfdruck besitzt. Lesen Sie sich mal bitte diesen Abschnitt 8 durch und ich glaube, die Aufgabe 8.1 und die 8.2 können Sie selber gleich beantworten. 8.1 kann man sagen, dass sich Jod natürlich nicht gut in Wasser löst, weil Jod ja vollkommen unpolar ist. Die einzigen zwischenmolekularen Wechselwirkungen, die es gibt, sind die Van der Waals-Kräfte zwischen den Wassermolekülen und den Jodmolekülen. Also Wasserstoffbrückenbindungen und so weiter oder polare Wechselwirkungen zwischen permanenten Dipolen ist hier nicht möglich. Bei 8.2 muss man erstmal die Komproportionierungsreaktionsgleichung aufstellen.
Also einmal wird das Jodid mit der Oxidationsstufe minus 1 in 0 überführt und einmal von der Oxidationsstufe plus 5 in 0. Und insgesamt sieht die Komproportionierungsreaktionsgleichung so aus. Wir wollen ja 1 Liter herstellen von dieser Lösung mit 0,05 Mol pro Liter. Das heißt, wir haben 0,05 Mol Jod, die sich nachher in der Lösung aufhalten sollen. Mit dem Koeffizientenverhältnis kann man berechnen, dass wir also benötigen für diese Reaktionsgleichung 0,01667 Mol Kaliumjodat. Das sind ca. 3,567 Gramm. Und wir brauchen rechnerisch für diese Reaktionsgleichung 0,08333 Mol Kaliumjodid. Allerdings muss ja das Jod danach noch in Triodid überführt werden, weil ja sich das als Triodid lösen soll. Das heißt, zu den 0,0833 Mol Kaliumjodid, die ich hierfür benötige, brauche ich nochmal zusätzlich 0,05 Mol Kaliumjodid, um diese Stoffmenge eben in Triodid zu überführen. Das heißt, ich brauche eine Gesamtstoffmenge von 0,1333 Mol Kaliumjodid. Und das sind ca. 22,13 Gramm Kaliumjodid, die benötigt werden. Man gibt natürlich trotzdem noch einen Überschuss an Kaliumjodid dazu, also einfach einige Löffel. Als Fazit kann man zum Schluss sagen, extrem viele Stoffe lassen sich jodometrisch bestimmen, und zwar alle die, die spontan mit Jod oder Jodid reagieren. Das klingt jetzt erstmal toll, klingt ja fast nach einem universellen Verfahren, aber genau darin liegt auch die Kehrseite versteckt. Es ist nämlich so, dass sehr viele Begleitstoffe die Untersuchung stören, nämlich alle die, die selbst spontan mit Jod oder Jodid reagieren. Also sie dürfen wirklich nichts anderes in der Lösung haben, was irgendwie redoxaktiv ist. Und in der Praxis hat man meistens doch irgendwelche Begleitstoffe, die eben auch dann mit Jod oder Jodid reagieren können. Und alle diese Stoffe verfälschen natürlich das Ergebnis. Und das ist immer so bei universellen Verfahren, dass die natürlich sehr störanfällig sind durch alle anderen Stoffe. Und damit hebt sich das so ein bisschen auf, dieser Vorteil. Sie sollten nun auch die restlichen Aufgaben in diesem Abschnitt 2 alleine lösen können. Sie können ja dann immer überprüfen, ob Sie das richtig gerechnet haben, weil die Musterlösungen finden sich ja auch in diesem Dokument. Jetzt sind wir am Ende angekommen von diesem Lernvideo. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was dazulernen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.